jetzt mal hier runter. Ah, hier. Eine zweite Gruppe, die der Hauptschar der Pilger mit wenigen Tagen Abstand folgte, berichtete von merkwürdigen Ereignissen auf ihrem Weg. Die Tiere waren wilder geworden und der Dschungel gefährlicher. Die Bäume und Reben wurden knorrig und brachten Dornen hervor, so lang wie die Finger eines Mannes und scharf wie Klingen. Gut, das haben wir auch. Gut, das da unten haben wir anscheinend auch eingesammelt, weil es leuchtet nicht mehr. Da können wir weitergehen, da können wir weitergehen, so. Also ich finde es richtig gut hier, also die Atmosphäre passt halt auch richtig gut. Das gefällt mir auf alle Fälle hier. Hier ist ansonsten nichts weiter. Hier ist halt wie gesagt noch ein Relikt, aber da kommen wir jetzt erstmal nicht hin. Also wir könnten jetzt noch, ach, wir kommen ja selbst jetzt noch nicht mal mehr zurück. So, hier. Wieder so eine Falle hier. Okay, wir haben es geschafft. Da oben ist das letzte Teil. Flöte in der Dunkelheit. Gemeistert. Okay, das Teil hier hängt fest. Das heißt, wir müssen es irgendwie lösen. Die Frage wie. Was haben wir denn hier? Ah, okay, ich habe schon eine Idee. So, jetzt versuchen wir das hier mal hochzuziehen und dann loszuschneiden und dann wird das Ding gleich freikommen. Ja. Und es fällt jetzt runter, wetten? Nee. Nee, es fällt nicht runter. Das hätte mich jetzt echt gewundert. Okay, aber hier müssen wir nicht hoch. Wir müssen da hinten hoch. Sehr schön. Sehr gut, Lara. Da unten müssen wir hin. Vorsicht. Hier ist eine Wandmalerei. Darauf ist eine Schatulle abgebildet. Die Inschrift lautet: Die silberne Schatulle von X-Chell. Die muss in der verborgenen Stadt sein. Das ist ein Maya-Mythos. Die Schatulle beschwört offenbar den Gott Kukulkan. Der Gott der Schöpfung. Dann
danach sucht Trinity also. Warte, das war's noch nicht. Das sieht wie eine Reihe von Katastrophen aus. Ein Tsunami, ein Sturm, ein Erdbeben, ein Vulkanausbruch. So viel zum Gott der Schöpfung. Naja, bei den Maya ist Kukulkan der Gott der Schöpfung und der Zerstörung. Das sieht wie die Hydra-Konstellation aus, aber die Sterne sind falsch angeordnet. Jonah, ich habe einen Dolch gefunden. Und da ist eine Inschrift. Der Schlüssel zu X-Chels Herz leitet die Säuberung ein. Trinity darf das auf keinen Fall kriegen. Lass uns nachdenken. Scheiße, Lara, zu dir kommen ein paar Trinity-Wachen. Schon verlockend, ne? Dafür, dass alles okay ist. Du wirst gar nichts mehr machen. Wie läuft's mit der Pumpe? Antwort, Henry! Bist du schon fertig mit der Pumpe? Operation Blackout wurde eingeleitet. Kein einheimischer Arbeiter kommt lebend hier weg. Scheiße. Wir haben das geplant. Die gesamte Umgebung sichern. Was da wohl drin sein mag? Weiß ich nicht, aber die Werte sollen jeden Rahmen sprengen. Sorgen wir einfach dafür, dass alles sicher ist, wenn Commander Rogue eintritt. Wir sind bereit. Inspektoren kommen. Bereit machen. Keine Sorge, krieg ich hin. Das dauert viel zu lange. Falls Dominguez auf uns warten muss, wenn er kommt, wird es unangenehm. Wir erleiden Verluste! Mann am Boden! Wir erleiden Verluste! Status? Ach, Scheiße, jetzt muss ich es alleine machen. Versteck dich nicht! Warum dreh ich um? Ja, komm her hier. Komm her. Zack! Und tschüss. Keine Privilegien.
Alter! Ich muss schnell sein. Davon. Hoffentlich war es das wert. Richtig. Die Arschlöcher waren zu neugierig. Ihr seid die Arschlöcher. Die haben für euch gearbeitet. Wo bleibt die Verstärkung? Was soll die Scheiße? Bereich gesichert, aber wir brauchen Deckung. Jemand hat bestimmt was gehört. Teil 2 des Plans. Wir sagen, wir haben ein tollwütiges Dschungeltier erschossen. Aber da sind noch mehr. Wir halten sie auf, solange es geht. Basislager, das sind... Dafür bezahlen sie! Oh, Scheiße. Ja. Verdammte Bastarde, es ist doch logisch, dass die... Dass die sich wehren. Okay. Den PC hier zerstören. Tod bestätigt. Ich dachte, die sollen uns am Leben lassen. Wie geht es hier mit der Heilung? Wie kann ich mich heilen? Wartet mal kurz. Ich glaube, sie ist da. Wie kann ich mich heilen, Leute? Roger, Teamleader. Was mit denen da kommen? Vielleicht da. Sehen wir uns mal um. Komm raus, du feige Ratte! Scheiße, Mann am Boden! Verstanden. Ist vermerkt.
alle. So, wie kann ich mich heilen? Ah. Okay, ich bin geheilt, weil der Kampf vorbei war. Also so irgendwie. Okay, ich muss mir das mal ein bisschen merken, weil das ist hier ein bisschen anders als bei Rise of Tomb Raider. Halt. Halt.